Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und meine Reise geht weiter. Und zwar bin ich heute nach Frankreich geflogen, von Berlin Schönefeld nach Lyon und von da aus mit dem Zug nach Avignon. Und im Zug, also erstmal war ich so ein bisschen überfordert, weil irgendwie der Shuttle von Lyon bis in die Innenstadt mich 15 Euro gekostet hat, wo ich so dachte, boah, ist mal eine ganz andere neue Erfahrung, wo ich einfach aufs Geld unheimlich achten muss. Ich hätte mich vorher darum kümmern sollen. Also hier der Tipp, wenn ihr nach Frankreich fahren wollt für längere Zeit, kümmert euch vorher um die Tickets, auch Zug und Bus und so. Das kann man online alles bestellen und ist dann günstiger. Ich habe jetzt für den Zug dann von Lyon nach Avignon 36 Euro gezahlt und habe für den ersten Tag schon über 50 Euro verballert quasi. Das ist natürlich für mich, ich versuche ja immer so wenig wie möglich auszugeben. Das ist umgerechnet ungefähr anderthalb Wochen, ne? Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist es so und ich kann es nicht ändern. Bin jetzt aber super gut angekommen und hatte ein wunderschönes Erlebnis im Zug, als ich mir ein junger Mann gegenüber saß, der auf der Fahrt seine Gitarre auspackte und anfing da drauf rumzuspielen. Und es hörte sich einfach total schön an und ich konnte aus dem Fenster gucken, konnte mir die Landschaft ansehen. Und heute ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Es war irgendwie, ich fühlte mich sehr wohl und das habe ich selten an so einen Reisentagen, da bin ich immer sehr nervös und sehr aufgeregt und heute war es echt schön, also hat mich wirklich gefreut. Ja, und jetzt bin ich angekommen, bin dann auch noch das Stück runtergelaufen, mit meiner Google-App habe ich dann alles gefunden und das Haus von Daniel ist im Bau sozusagen und deswegen bin ich hier. Ich werde halt helfen beim Ausbauen dieses Hauses und dafür kriege ich Essen und Unterkunft. Das für die nächsten 10 Tage und dann geht's weiter. Ich bin also gespannt, was mich noch so erwartet und ja, freue mich erstmal, dass ich angekommen bin und dass jetzt so ein bisschen die Anspannung von mir abfällt und ich die Sonne genießen kann und sowas. Genau. Bis dahin. Tschüss.